Ja, moin, wie geht's? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Epoch Let's Play. Jo, mit dem Suppenkasper. Ich meine natürlich, ja, in Blitzexplosions-Runemeister, stimmt. Ist ja nicht ganz das gleiche. Aber mit dem Löffel, ja, schon ein bisschen witzig. Er macht auf jeden Fall Schaden und jo, ich freue mich natürlich riesig, da so ein Bait auch weiter zu spielen, wo man sieht, ja, der schafft auch mal große Monolithen, Empowered Monolithen. Hoffen wir einfach, dass es so bleibt. Und ja, die Freude ist da. Oh, da haben wir noch einen Schrein, den will ich unbedingt noch haben. So, wir haben nämlich noch ein paar Verbesserungen, die ziemlich viel Schaden machen können. Oh, geil. Was ist denn das? Ah, das ist... Doch, ich kenn's, aber nicht so groß. Also wir haben ja noch ein bisschen größer gemacht, die Geschosse. Also diese Sachen, die ausgelöst werden. Nice. Und die werden ja vom Shade auch noch ausgelöst, stimmt. Okay, das wird sehr interessant sein, was da für Sachen rauskommen. Es ist ein sehr interessanter Bild, weil er sehr viele Zauber auf einmal eigentlich casten kann und so. Jetzt ist auf dem Boden ja wieder diese Glyphe, also dieses Blitzzeugsfragment. Das ist wirklich sehr viel stärker. Das macht richtig Spaß. Jetzt haben wir eine größere Auge. Macht richtig viel Spaß. Wunderbar. Hallo. Ich bin jetzt sehr dick, wollte ich gerade sagen. Ich habe riesen. Los. So, er hat sehr viele Debuffs jetzt. Wow. Also ja, der Löffel macht natürlich die meisten Debuffs. So, zu wenig Mana. Aber, ja, wunderbar. So easy kann es gehen. Die droppen halt nie etwas, also können wir gleich weitergehen. Mit unserem Gewitter aus kurzen Fan belästigen wir sie. Oh, die ja, die will so viel reden, nicht wir. Die NPC sind immer schuld. Jo. Genau, immer schön teleportieren zwischendurch. Und ich glaube, wir bekommen auch mehr Mana jetzt dann langsam über. Ich weiß nicht genau, wo und wie. Ah ja, genau, beim Sorcerer. Jetzt müssen wir nämlich auf Sorcerer stecken. So, jetzt kommen wir ja gleich in diese Gletscher-Area. Das ist einfach so, wie eisig kalt ist und überall brennt. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt wieder nicht mehr so schlimm, also es ist nicht mehr so schlimm gewesen in den letzten Charakteren, aber ich habe hier nie aufgenommen. Und deshalb kann ich noch nicht genau sagen, ob es jetzt wirklich so mega auf ja, gute Grafik oder gute RAMs hat überlastet. Aber wir hatten gesehen, also es ist meistens ja auch schnell, wie man durchreist. Muss ich ja dort auch gar nicht so lange aufhalten. Nicht gut für den PC ist, weil die Engine halt so schlecht ist und so. Muss man da auch nicht so schon lange durch. So, oh, schön. Der Teleport ist mega weit. Sonst ist ja Teleport selber nicht weit, aber da nur mit diesem Glyphen Beschwörungszeug sind. Ist es unendlich weit wahrscheinlich? Nein. Und noch mehr Schaden. Also es lohnt sich schon, dort drauf zu gehen. Ja, man erfährt immer das Neue in Last Epoch. So, also gucken wir mal schön. 20% elektrischer Schutz. Das habe ich glaube ich schon. Wäre nice. Ja, 12 LP und 21. Rüstung ist gut. Noch mehr Bereich, komm. Schaffen wir. Und hier müssen wir unbedingt bei Zauberer Bubble. Da machen wir mal zwei und dafür hier das fertig, wegen Bewegungstempo. Genau, und Zaubertempo ist auch wichtig. Ja, machen wir mal so. Oh, Volltreffer. Also irgendwie wird immer dorthin gecast, wo der Zeiger ist. Das ist natürlich sehr nett, wenn man da immer sein kann. Ja, und also der Schaden ist ein bisschen runtergegangen, weil ich die Blüten, also die Ergötzen umgewandelt habe. Ich habe jetzt zum Beispiel hier leeren Widerstand, Nekrowiderstand.
Also ein bisschen schlechter sind wir jetzt gerade wieder. Aber es tut sich nicht so anfühlen, als würden wir weniger Granaten haben. Es ist sehr ein brachialer Bild. Ich hoffe aber, dass er dann im Endgame auch genug zäh bleibt. Weil wir machen wahrscheinlich alles über dieses Schutzschild. Und oh, es gibt immer noch mehr Zauber. Es ist unglaublich, wie viele Kombinationen so drei Glyphen einsetzen können. Wie immer unten durch, damit wir da einfach nicht gerade make Feuer Walzen kommen im Hintergrund. So. Ah, dieses Gebiet ist immer so. Unaus, also überlastet halt. Diktatoren. Zu viele Details auf kleinem Grund. Also ich denke, es kann sein, dass einfach zu viele. Ja, ja, es macht wieder ein bisschen den Lüfter heiß. Dass zu viele Flammenpartikel und wir zur Zeit einfach zu viel Leistung kosten. Ja, die Engine schon uralt ist, oder Unity Engine. Ich weiß nicht, wie viel dort dran gearbeitet wird, aber scheinbar nicht mehr so viel. Es ist einfach nur für Handy-Engines und nicht so für mega gute Grafik geeignet, so eine Engine. Ist ein bisschen schade, dass die Entwickler genau das wählen mussten. Aber das haben sie damals mit zu dritt oder zu alleine einfach ausgewählt und haben es bis jetzt ja, benutzt. Könnten eigentlich wechseln. Es kam erst kürzlich so ein Samurai-Spiel, Shikiro oder so etwas raus, wo auch ein Problem hat, einfach weil es eine alte Engine ist und dann einfach ein PC sehr viel Leistung verbraucht. Ein guter PC ist Leistung verbrauchen, oder? Dann ist es heftiger, als wenn schlechte PCs Leistung verbrauchen, weil die auch unendlich viel Leistung verbrauchen können überhaupt. Und, oh, bin ich glücklich, dass ich jetzt hier bei diesem Kampf und jetzt gerade in der Zwischensequenz nicht das Problem habe. Ich spiele ja auf Ultra, ich habe alles Maximum. Also glaube ich, das schafft nicht ganz. Aber es gibt einfach dann manchmal in den Levels schon ein Problem. Das ist ein Unix-Schein, oder? Das ist ein Unix-Schein. So, weg. Die Zwischensequenz ist elend lang. Aha, Sturmbrecher. Das ist auch eine Waffe, die habe ich ja auch gezeigt vor einiger Zeit. Die extrem stark ist für ihr Level und so. Retrieve the lock. So, also. Dann machen wir noch Akt 7 durch. Und dann haben wir schon wieder die Monolithen erreicht. Geht so schnell. So, ja, wir kommen vorwärts mit diesem Beet. Das ist gut. Das ist das Wichtigste. So, wir brauchen aber noch mehr Götzenfelder. Und ja, die zwei hier noch nehmen. Der untere 17 irgendwas. Ja, das ist zwar nicht so stark, damit ich den nehme. Ich nehme lieber die Dreierhöhlen. Ja, ist schon besser als die. Also das linke brauche ich gar nicht, das habe ich gefunden. Und das rechte mit erhöhtem Zaubertempo möchte ich eigentlich schon noch gerne haben. Ich muss jetzt mal ausrichten. Ja, es wird hier gehen oder hier. Könnten wir ihn hintun. Dann haben wir aber weniger Resistenzen. Das ja, vielleicht ausprobieren, aber nicht gerade unbedingt so sehr benutzen. So, was wird wieder gefragt, geschrieben und jo. So schnell kann man doch nicht lesen, wie die schreiben. Ah, es wurde jemand geholfen, jetzt hat er sich auch bedankt. Und also, manchmal wieder ein bisschen zu viel über Videos geschrieben. Manchmal auch nicht mit, auch. Hey, ich sage Blitzschießen, du musst auch Blitzschießen, du Flammenball, du. So,
haben nochmals ein Level. Vor allem hier unten brauchen wir natürlich die zwei hier Penetration. Ist gar nicht hier. Verstehe ich jetzt nicht, aber Blitzeinschlag ist, glaube ich, die Penetration. Ja, Blitzschadenentzug. Ah, hier gibt es gar kein Penetration. Aber dann gibt es beim Runenmeister Penetration irgendwo. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber eigentlich sollte hier irgendwo. Siehst du Kältedurchdringung? Das heißt also, Blitzeinschlag heißt einfach Blitzdurchdringung. Und Blitzschadenentzug heißt einfach Schaden, also ja, Leash. Bisschen Lebensabsaugen. Okay, verstanden. Auf Deutsch ist das so kompliziert gemacht. Ja, das wird hoffentlich alles nochmals richtig übersetzt. Also alles falsch übersetzt. So, dann haben wir hier über Zeit. Sabreit, ist das ein 3? Ja, okay, nehme ich mit. Ein 4 hätte ich jetzt nicht mitgenommen. Aber ja. Weil eventuell muss ich dann noch einmal umskillen auf Feuerball und Blitzeis heißt es, glaube ich. Also, ist gar nicht, wie der Zauber auf Deutsch heißt. Snap Freeze heißt der Zauber. Einfrieren, Jungs. Blitz einfrieren. Kurz mal schauen. Das ist ein Zauber, den mochte ich eigentlich noch nie in den Games. Blitzfrost, okay. Ich blitz einfrieren, sondern Blitzfrost. Oh. Schön, jetzt hole ich ein bisschen mehr Feuer, wo ich es gecastet habe. Kommt so ein Verhörbar raus. Cool. Ja, es ist zufällig. Also jetzt gerade in diesem Bild ist es sehr zufällig. Aber das ist auch gut. Blitze gewesen. Ja, das sind so Blitze. Schön. Wir machen alles mit einem Schlag. Nur kurz einen Woll setzen und alles ist weg. Jetzt kommen noch die drei Heinis da. Hier. So, weg. Wow. Es ist schön, overpowered zu sein. Jetzt würde ich am liebsten gegen Diablo kämpfen. Das war in Diablo 2 eigentlich auch immer so, dass der Diablo manchmal gar keine Chance mehr hatte. Obwohl, jo, man hat die Items halt schon. Ja, eventuell werde ich nochmal so ein Projekt machen. Einfach, jo, ich müsste es eigentlich im Singleplayer machen. Ich würde es gerne auf einem Server machen. Aber ich muss es wie alleine machen, weil ich selber wahrscheinlich gar nicht mehr laufen. Aber so einen Mod verwenden würde ich schon gerne. Aber Diablo 2. Gucken, wie es so ankommt. Und irgendwann dann Dungeon Siege 2. Leider habe ich auch eine gute Mod, die eigentlich niemand kennt noch. Weil auch niemand mehr so die Interesse hatte, das zu spielen. Heißt einfach Hotfix Mod, möchte ich auch noch gerne spielen. Ich würde eigentlich gerne alles gleichzeitig, also beides gleichzeitig machen können. Aber ja, ich muss ja noch Holzen noch weitermachen. Wird ein bisschen knapp. Hier muss ich aber kurz schauen, das ist Zaubertempo sicher. Aber schaue ich mal. Ja, ja. 3, 3, 3, 3. Okay. Da habe ich noch hier unten nicht. Terra Rune Mana Regen könnte ich eigentlich gebrauchen. Hier ist 3-3-3. Erhaltener Schutz. Und hier ist 4. So viel. Also mache ich lieber Mana Regen. Und was ist das Andergon Rune Schutzgewinn? Sehr nice. Sehr gut, natürlich. Also die Gon Rune ist die Blitzrune. Was ist Gon? Lagon, okay, Lagon. Gut. Jetzt schauen wir nochmals, wie der geht.
klar, dass die Blitzmarker so zäh sind. Man macht sie manchmal einfach nicht so gerne, weil die das in Zeit kosten. Also ja, hohen Stufen und so. Aber ja, ihr seht es, wir sind schon sehr, sehr stark. Kann eigentlich jetzt nichts mehr eintun. Gut. So etwas wird manchmal geholt. Da weiß ich gar nicht, wie stark es ist. Und die sind langsam heftigst verbuggt, weil die Rune Presence einfach bleiben. Scheiße, wieso wurden die verbuggt mit der Zeit? Haben die Entwickler irgendwas verändert, was sie nicht hätten verändern sollen? Komisch. So. Die Blitze sind so richtig brachial. Dark aus. Also was sie können, sind halt so. So Zaubereffekte. Da haben sie richtig viel Spaß gehabt beim Entwickeln von Runenmeister. So viel nochmals dazu zu machen, oder? Ja. Also eine gute Idee mit diesen ja, verschiedenen Reihenfolgen von Runen zu setzen. Das heißt ja Runenmeister, also setzt Runen ein und das hat Zufalls generiert. So ein bisschen, oder? Man castet ja nicht immer nur das Shade einmal und so. Und dann dreimal Blitzexplosion und deshalb verändert sich das auch so schnell bei mir. Weil ich auch immer wieder teleportieren möchte. Brauche halt ein bisschen mehr Mana, das stimmt. Aber es macht es auch so willkürlich interessant und so. Ich kann schon ein bisschen besser schauen, aber jo, ich möchte es jetzt einfach noch nicht. 8000 Schaden. Unglaublich. Also ihr seht es vielleicht, das ist ein bisschen vielleicht verbuggt noch. Es wird halt jetzt nach dem 1.0 Update, also die Vollversion, wahrscheinlich genervt werden. Aber gut, ich kann es jetzt nochmals verwenden. Okay, das heißt einfach, ich muss jetzt zurück. Ich dachte schon, irgendwas steht, dass ich das nicht darf. Oh, ich glaube, ich habe jetzt eins zu viel gemacht, Mist. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Ey, wechseln. Nein, es ist 5. Okay. Es ist 5. Gut. Ja, eben, Cast Speed. Der Bild setzt auf Cast Speed. Wenn ich jetzt Feuerball würde einsetzen, das skaliert, glaube ich, mit Cast Speed. Blitzexplosion bin ich gar nicht so sicher. Das dürfen gerne Profis mir nennen. Oh, hier sind wir ja recht im Gerümmel. Rummelplatz! Direkt aus dem Karneval. So. Und da oben muss ich nichts machen. So, was können wir machen? Wir können hier ein bisschen Blitzschaden. Wenn ich das hier rüber mache, kann ich nochmals. Ah, ich habe gar kein Void. Keinen leeren Widerstand. Na gut, mache ich einfach Blitzschaden. Sonst nichts braucht, könnte LP irgendwo noch nehmen. Lieber Rüstung und LP. Gut, dann haben wir hier die nächste Quest. Ich bin jetzt gerade ein bisschen fraglich, wie ich das machen soll mit der Reihenfolge, aber es ist immer die gleiche Reihen, also es ist nicht ein besserer Weg scheinbar. Da einfach manche Punkte nichts sagen. Also ihr geht dorthin ins Gebiet, aber müsst gar nichts machen. Das ist halt auch besser. Ja, und der Weg ganz nach Norden zu nehmen, nicht lieber durch die Höhle. Jetzt schauen wir mal kurz. Was ist da? Ah, das ist dieser Bostab. Okay, Modus Käfig ist das mit dem Eisbären. Gewöbtes Fleisch. Werden ein paar Unix gepostet. Ich finde es manchmal immer so schade, wenn manche Leute gespäht werden oder so. Aber gut. Wenn die Leute das präsentieren müssen, dann müssen sie so. Also ich bin sehr, sehr heikel da. Ich möchte jetzt wirklich halt spielen, das 1.0 Update und die neuen Unix gar nicht kennen. Besten. Also wirklich gar auch nichts lernen darüber, über die Unix gespielt bekommen.
Das machen jetzt zum Beispiel Last-App-Entwickler nicht, aber die von Path of Exile oder Grinding Gear Games haben, posten eigentlich immer vor der Season ungefähr 5 oder 6 Unix. Und dann habe ich immer irgendwie nicht Lust, die zu finden, weil ich einfach gespeichert wurde. Aber ist natürlich nicht so schlimm, das ist ja eigentlich gar kein Spoiler. Weil die machen ja keine Geschichte, oder? Die schreiben keine Geschichte, oder nur wenig. Aber ich muss echt mal schauen. Ich nehme einfach den ersten Bild und schaue mir die Unix gar nicht an. Und du den Bild hoch machen, damit ich einen Icon-Filter habe. Ne? Es gibt jetzt zum Beispiel schon ein paar Pre-Balkonier-Beats mit Bluten. Weil das ist ja eigentlich schon ziemlich klar, wie das geht. Auch mit den alten Skis. Vor allem mit diesen einen Umbral-Blades, auf Deutsch irgendwie Geisterklinge. Hat mit diesem Kreisel. Und jo. Was soll ich sagen? Ich will jetzt nicht schon wieder bluten. Jetzt habe ich 2-3 Beats mit Bluten gemacht. Ich möchte irgendwas anderes nehmen. Gift-Teil mit Giftflaschen. Das ist mein erster Gedanke. Ich werde wahrscheinlich ein Pets-Beat machen. Und ja, ich werde schauen, dass ich vielleicht mit Beehave ein Bienen-Beat wieder mache. Dann im Endgame. Kommt drauf an, wie der wie die Minion Damage nutzen zu skalieren. Jo. Geht es nicht auf Attunement? Also ich weiß nicht, ob ich gut Einstellungen stacken kann. Dann dort wahrscheinlich hier nichts sein. Irgendwas ausprobieren oder so. Man weiß es einfach noch nicht. Ich werde vielleicht auf Sturzflug gehen, wenn ich genug Mana hätte. Also bekäme. Wird schon gehen. Also der eine Explosionsbild, wo er rund, also der Falke runterkommt und dann so eine Explosion gibt. Aber auf die Feuer-Explosionsrunen fallen. Nee, nicht so lustig. Das ist eine Fähigkeit, wo ich jetzt nicht so Lust habe, weil ich möchte nicht irgendwie so lange wie möglich die Bosse oder so hinterher jagen lassen, dass es mehr Schaden macht. Oder je länger sie brauchen, bis die Falle explodiert, desto mehr Schaden macht sie. Das ist für ein Taktik-Rollenspiel wirklich super. Auf ein Hack and Slay, da wirst du die Arbeit halt nicht machen. Du wirst ja Action haben und nicht irgendwie herum eiern müssen. Genauso wie dieser Beet. Einfach drauf. Drauf mit diesem Wall. Drückt ihn unter dem Wall. Fertig. So nice. Es macht so Motivation, so das zu spielen. Ich weiß ganz genau, du kannst jeden tanken. Also, toll. Ja. Der Schild hat auch immer sehr schnell wächst. Nur das Mana, das geht ein bisschen schneller runter. Jo, das Level dafür auch schon. Es ist schon ziemlich schnell schon. Es macht so viel Spaß, so schnell zu sein. So. Gut. Ja, in letzter Zeit ging es mir so vom Gesundheitszustand nicht so gut. Ich hoffe einfach, dass ich das nicht irgendwie verpasse, diesen Launch. Also momentan geht es gerade noch, aber ja. Ich muss jetzt morgen sowieso ein bisschen reden mit ein paar Leuten. Also morgen ist noch so ein Tag, wo ich nicht so viel Zeit habe, als ich livestreamen kann. Aber jetzt sind wir eben langsam mit dem Akt 7 fertig. Und jetzt sind wir Monolithen, dann kann ich auch mal livestreamen. Vielleicht einfach am Abend, so ab 19 Uhr.
Alles nehme ich mal mit Fast Epoch. Damit wir mit diesem Beet dann auch ja, ziemlich weit sind. Ich denke, den letzten Gegner, den letzten Boss da, den 90er Monolithen, werde ich auch gut schaffen mit so viel Schaden. So, was haben wir denn hier? Ah, okay. Das ist ein Schwert, das ich eigentlich mal Dual Wild für ein Beet brauchte. Aber der Beet war mir einfach nicht so wohl. Es hat Dancing Strikes und es kostet gleich sehr viel Mana. Irgendwie so etwas war's. Mochte ich einfach nicht zu spielen. Der wäre aber wahrscheinlich sehr stark geworden, der Beet. Was ist das denn? Grundkriterium. Deutsch. Ah, okay. Etwas, was ich jetzt nicht unbedingt erraten hätte können. So eine Rüstung. Ich glaube, die Rüstung habe ich gefunden. Aber setzt sie irgendwie nicht so ein, habe ich das Gefühl. Also, ja, man kann gar nicht so oft mit Runen kämpfen, dass sie sich mehr lohnen. Vielleicht für ein, zwei Beats. Aber ich brauche mal die Blitzrüstung. Die will ich noch finden mit an diesem Beat. Ja. Werden wir ja sehen, wenn wir dann ein bisschen mehr Livestreams machen können. Also meistens liegt es einfach am Game, dass ich jetzt zum Beispiel das nicht livestreamen möchte oder so. Ich habe ja jetzt den GTA Rollenspiel selber sozusagen so fertig. Also Lukas meistens. Ich bin ja auch dabei und bezahle alles und so. Aber er entwickelt ja und er ist eigentlich so weit fertig, dass ich eigentlich sagen kann, jo, wir in der Testphase können ja auch bald Vollversion machen. Das heißt einfach, der Server ist dann sozusagen da. Schon für alle. Und ja, dennoch haben wir viel vor. Ich mappe dann und das Mappen möchte ich eigentlich in einem Livestream auch zeigen. Und halt das Rollenspiel und das tut mir jetzt noch ein bisschen vor. Und also ich möchte in der Testphase jetzt nicht unbedingt so viel Rollenspiel machen. Damit ich einfach halt Kraft finde. Dass da auch mehr Leute drauf sind und so. Testphasen sind halt immer meistens ja nicht so beliebt natürlich. Kann ich verstehen. Viele Leute hassen es auch, wenn irgendwas nicht fertig ist und nicht stimmt oder so. Aber ich habe nicht so das Gefühl, also wir sind schon recht fertig. Es kommen dann noch Ortsschilder und alles von Deutschland. Ja, muss aber zuerst bezahlt werden können. Und Spenden bekommen wir da noch nicht so viel. Aber das geht bald. So, oh, schön diese Borsten-Dinger. Borken. So. Drüben habe ich noch gesehen. Ja. Und jetzt kommen die Mini-Spinnen. Itzi-Bitzi-Spider. Ich frage mich, was genau an Madame Web an diesem Spider, ne? Die sehen ungefähr fast gleich aus. Ist wahrscheinlich ein bisschen düsterer. Aber so langsam bin ich auch mega gesättigt von so Superhelden. Also ich war eigentlich nie so der richtige Fan. Mochte halt nur Thor so gerne und Ant-Man. Ja, und Batman. Aber Batman ist ja DC und ja, DC ist schon länger ein bisschen Flaute. Ich habe nie so verstanden, wie so der eine Batman mit dem Joker so beliebt war. Ich fand den momentan, also ich finde den momentanen Joker doch viel besser als Jared. Ja, nein, Jared Leto war ja der schlechte Joker. Und so Suicide Squad und der heutige ist Joaquin Phoenix. Fand ich irgendwie, yo. Also Joaquin Phoenix ist total viel besser. Den mochte ich schon bei Gladiator. Als der Böse. Ja.
eigentlich der erste Kaiser, oder? Also, er wollte. Ja, ja, sie war der erste. Also eigentlich haben wir immer gelernt, dass Nero der erste Kaiser war, aber das war einfach der böseste Kaiser. Derjenige, der Rom eigentlich so gespalten hat. Und. Oh, wie hieß er nochmals, der von Gladiator? Ich glaube, so einen französischen Namen irgendwie. Ja. Der war wahrscheinlich der Erste. War nicht die Schlacht von Teutoburger Wald oder eine andere Schlacht. Vindoborum. Ich glaube, Vindobonum oder so etwas heißt. Ja. Ich glaube, das ist sogar Ding gewesen. Wien. Es könnte Wien gewesen sein. Wo die Schlacht am Anfang gezeigt wird. Sehr spektakulär. Ja, das war mal etwas, hä? Also machen wir mal wieder Blitzschaden weg. LP nach Tötung. Ich kann es nicht nehmen. Oder ich mach das hier. So, einfach besser LP. Also, jo, wir werden fertig. Dankeschön für den schönen Part, der letzte von diesem Bild für Kampagne. Jo, jetzt geht's ja bald los mit dem Falcon hier vor allem. Da werde ich Livestream davon. Und den Warlock seht ihr hier im Let's Play. Einfach Schritt für Schritt. Also ich werde wahrscheinlich jo, alles zeigen müssen, deshalb bin ich dort auch ein bisschen langsamer. Aber auch relativ schnell durch wahrscheinlich. So, also dann im nächsten Part gibt es die Monolithen. Rasen wir dort ein bisschen durch. Und ja, Dankeschön. Hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Tschüss.